Ja, hallo, willkommen heute wieder beim Sprechtag hier aus dem Gesundheitsministerium in Wien. Ich bin der Rudi Anschober, euer Gesundheitsminister in dieser Republik und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Wochenbeginn, Beginn einer neuen Woche mit unserem Sprechtag. Die Möglichkeit, dass Fragen direkt beantwortet werden von mir und von uns als Team und dass wir tagtäglich darüber informieren, wie es in Sachen Corona weitergeht, vielleicht gleich damit beginnend. Wo stehen wir heute? Ihr wisst, aufmerksame Zuseher und Zuhörerinnen wissen das ja, jeden Tag in der Früh gibt es bei uns die neuen Zahlen und die kriege ich auf den Schreibtisch und das schaut dann zum Beispiel so aus. Und das schaut wahrscheinlich für euch ein bisschen wirr aus auf den ersten Blick, ist aber ganz einfach zu lesen. Du hast hier die blaue Kurve. Die blaue Kurve zeigt die konkreten Erkrankungsfälle. Und da sind wir mittlerweile bei 15.538. Und das ist gut so, denn damit haben in den letzten Tagen wieder nur eine zweistellige Zahl von Neuerkrankungen zugenommen. Wir sind bei einem Plus heute von 0,15%. Und wenn ihr da die gelben Balken anschaut, das waren die täglichen Erhöhungen und Zuwächse bei den Neuerkrankungen in den letzten Wochen. Und ihr seht, dass es etwa im März Werte von täglich plus 30, plus 35, plus 40, einmal so plus 57% von einem Tag auf den anderen gegeben hat. Das heißt, da sind wir jetzt wirklich sehr gut unterwegs. Und was das Schöne ist, die erste Öffnung, die es gegeben hat im Bereich der Baumärkte, der Gartencenter und der kleinen Geschäfte, das hat zu keinerlei Verschlechterung geführt. Wir haben keine zusätzlichen auffälligen Zuwächse bei den Neuerkrankungen gehabt. Das heißt, es geht zurzeit in die richtige Richtung, aber so richtig spannend wird es werden in knapp 2 Wochen, wenn wir die Auswirkungen, falls es Auswirkungen gibt, vom 1. 2. Mai, also von der großen Öffnung, einerseits was die Ausgehbeschränkungen betrifft und deren Ende und zweitens das Öffnen aller Geschäfte, die stattgefunden haben am Wochenende, wenn wir das kontrollieren können. Wir evaluieren das tagtäglich, damit wir sehr rasch wieder eingreifen können, falls es zu einer massiven Erhöhung der Erkrankungszahlen kommt. Ich hoffe nicht, dass das notwendig ist, aber wichtig ist, vorsichtig sein, verantwortungsvoll weiter sein. Es hat ein paar unschöne Szenen auch gegeben, Warteschlangen, wo der Abstand nicht eingehalten wurde etc. Aber im Großen und Ganzen hat es gut funktioniert, auch was den Mund-Nasen-Schutz und das verpflichtende Tragen, zum Beispiel in den öffentlichen Verkehrsmitteln, betrifft. Ja, als nächstes ist es so, dass seit heute wieder Besuch in Altenheimen möglich ist, auch unter sehr kontrollierten Rahmenbedingungen, damit uns da nichts passiert. Das ist der nächste Öffnungsschritt gewesen. Und Schritt in Richtung Alltag. Und dann geht es weiter ab dem 15. Mai mit der Gastronomie. Und da arbeiten unsere Fachexpertinnen derzeit daran, die entsprechende Verordnung vorzubereiten und umzusetzen. Das dazu, da sind noch ganz viele Zahlen drinnen, aber die erspare ich euch jetzt, weil ihr ja viele spannende Fragen wieder geschickt habt. Und in die wollen wir jetzt gleich hineinhüpfen. Die erste Frage war eine Frage und ist eine Frage, die oft gestellt wird, nämlich wie ist das jetzt mit einer Kur? Und der Robert, der hat uns diese Frage geschickt und er hätte heute seine Kur in Bad Gäusern antreten sollen. Und seine Frage ist, ob schon absehbar ist, wann diese Einrichtungen wieder zugänglich sind. Und das passt recht gut, denn seit 1. Mai dürfen Kuranstalten und Reha-Anstalten wieder öffnen. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt ist es korrekt und gesetzeskonform, wenn geöffnet wird. Manche Häuser brauchen ein bisschen länger in der Vorbereitungsphase. Das heißt, ich würde direkt die Kuranstalt, wo ich einen Termin habe, einfach kontaktieren jetzt, kurz anrufen dort, um zu wissen, ob der Termin, den man fixiert gehabt hätte, ob der jetzt hält. Auf jeden Fall, was unsere Verordnungen betrifft, gibt es bei richtigen Kur- und Reha-Anstalten jetzt keine Schließung mehr.
die von uns verordnet worden wäre. Kurähnliche Betriebe, das sind Betriebe, die Erholung und Freizeitgestaltung im Mittelpunkt haben, die dürfen dann wieder ab dem 29. Mai öffnen. Aber das, was der Robert gemeint hat, ist ja ein tatsächliches Gesundheitszentrum und das kann schon öffnen. So, das wäre das. Und dann gibt es eine Frage, die vielfach gestellt wurde, in diesem Fall die Frage der Karin. Die Karin hat geschrieben, meine Mutter ist 74 Jahre alt und lebt im Seniorenwohnheim. Und die Karin hat ihre Mutter aus Sicherheitsgründen schon seit Wochen nicht mehr gesehen und würde sie gerne mit ihren Töchtern nächste Woche zum Muttertag, also diese Woche zum Muttertag besuchen. Und sie sind alle gesund und haben sich an die Vorschriften gehalten, niemanden gesehen etc. etc. Und ihre Frage ist, was sind denn jetzt die Vorschriften, damit wir uns zum Beispiel im Garten treffen können? Ja, und das passt super gut. Einerseits Muttertag am Wochenende und zweitens seit heute, wie ich am Beginn bereits kurz erwähnt habe, wird es Lockerungen zum Besuch in Senioren- und Pflegeheimen geben. Warum ist das überhaupt untersagt gewesen? Warum haben wir diese Besuche gestoppt? Na ja, ganz einfach, weil wir international sehen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner in Alten- und Pflegeheimen die gefährdetste Gruppe überhaupt sind. Wir haben Untersuchungen, dass in einzelnen EU-Mitgliedstaaten zum Beispiel 45-55% der Todesfälle Bewohnerinnen aus diesen Senioren- und Pflegeheimen sind und deswegen wollten wir die besonders schützen. Und gleichzeitig ist es aber so, wenn man viele Wochen keinen Besuch mehr erhält, dann führt das natürlich zur Vereinsamung und das wollen wir auch nicht. Deswegen gibt es jetzt Empfehlungen von unserer Seite für die Betreiber von Senioren- und Pflegeheimen und für die Länder, die diese ja teilweise betreiben bzw. für sie zuständig verantwortlich sind. Was ist nun in diesen Empfehlungen drinnen? Einerseits natürlich mindestens 1 Meter Abstand halten beim Besuch, dann die entsprechenden Hygienebestimmungen einhalten, wie das Händewaschen, Desinfektionsmittel. Dann wichtig auch, dass es angepasste Maßnahmen gibt, die ebenfalls realisiert werden. Zum Beispiel die Räume regelmäßig lüften, bei Anzeichen von Erkrankungen natürlich keinen Besuch durchführen. Und dann gibt es spezifische Maßnahmen, die je nach Haus vorgelegt und erarbeitet wurden. Das heißt, da wird man dann, wenn man anruft im Haus, das ist dringend zu empfehlen, also wenn man auf Besuch kommen will, ruf vorher an in dem Haus, in dem deine Mutter wohnt und dann wird es eine Information geben, wann der Besuch genau möglich ist und unter welchen Rahmenbedingungen der möglich ist. Wichtig ist, ausreichend Abstand, alles unterlassen, was nur irgendwie dazu führen kann, dass ein Infektionsrisiko für deine Mutter entsteht. Aber am besten, wie gesagt, telefonisch abklären. Ja, und dann die Frage der Zeit, nämlich die Frage der Hochzeiten. Auch da hat die Claudia wieder eine Frage und sie plant eine Hochzeit und sie schreibt uns Folgendes. Im Gesetzesblatt steht ja, dass die maximale Personenzahl von 10 für öffentliche Orte und nicht für den privaten Wohnbereich gelten. Da würde ich gerne wissen, ob man eine Hochzeit inklusive Trauung im privaten Wohnraum durchführen kann. Das wäre eigentlich ein Umgehen dessen, was unser Ziel ist. Aber gut, dass die Claudia das fragt. Und es ist nämlich so, wir haben all diese Regeln jetzt nur mehr für den öffentlichen Bereich verankert. Warum? Weil natürlich die Grundintention, das Grundziel auch für den privaten Bereich gilt, also für die eigene Wohnung, für das Wohnungsumfeld, aber wir ja nicht kontrollieren wollen, was du in deinen eigenen vier Wänden machst. Und deswegen einfach der Appell, die Empfehlung, dasselbe zu verwirklichen im eigenen Wohnungsbereich und als das, was öffentlich vorgeschrieben ist.
Aktuell gilt die Bestimmung, Hochzeiten sind auf Gruppen von maximal 10 Personen beschränkt, inklusive, Standesbeamtin, Standesbeamter, Priesterin, Priester, je nachdem, wie man heiratet. Und meine Empfehlung wäre ganz einfach, ich weiß, dass das schwierig ist, weil man sich schon so drauf freut. Andererseits, Vorfreude ist ja die schönste Freude. Das heißt, wenn es ein bisschen länger dauert, diese Vorfreude, dann ist das zwar auf der einen Seite traurig, aber wenn man wirklich vorhat, ein großes Fest zu feiern, dann würde ich das vorerst einmal auf Herbst verschieben. Wir hoffen sehr, dass wir dann soweit sind, dass wir in Österreich auch größere Veranstaltungen wieder ermöglichen können. Und dann wäre natürlich auch eine größere Hochzeitsfeier möglich. Das alles hängt allerdings jetzt von der Entwicklung des Coronavirus in Österreich ab. Aber sollte es so gut weitergehen wie in den letzten Wochen, dann bin ich recht optimistisch, dass wir dafür Herbst etwas zustande bringen. Schlechter schaut es aus, wenn eine zweite Welle kommt, dann wird es auch im Herbst keine Hochzeitsfeiern im größeren Stil geben. Dann würde ich auf nächstes Jahr verschieben oder aber es im kleineren Rahmen zu machen. Ehrlich gesagt, wenn man sich wirklich darauf freut, und das sollte ja so sein bei einer Hochzeit, und sich darauf freut, dass man das mit vielen Freunden und Verwandten feiern will, dann würde ich es verschieben. Ja, und die nächste Frage ist von der Michaela. Die Michaela stellt eine Frage zum Visier. Die Mutter der Michaela ist 65 und sie ist erkrankt und sie hat probiert, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und sie hat aber keine Luft gekriegt. Das ist bei manchen Menschen so, dass sie sich sehr schwer tun, den Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Und Ihre Frage ist jetzt, ob dieses Visier im öffentlichen Verkehr bei einem Arztbesuch oder beim Einkaufen überhaupt erlaubt ist. Wenn ja, dann würde Ihre Mutter das gerne verwenden. Ja, und wir haben darauf reagiert, weil doch relativ viele in derselben Situation sind wie die Mutter der Michaela und haben jetzt seit 1. Mai auch Gesichtsvisiere als Alternative zum Mund-Nasen-Schutz erlaubt. Ein Gesichtsvisier ist aus durchsichtigem Hartmaterial und deckt die Mund-Nasen-Augen-Kinnpartie von vorne und jeweils seitlich ab und bietet so eine gute Barriere vor Speichel- und Nasensekret. Und das ist wahrscheinlich eine gute Alternative für deine Mutter, liebe Michaela. Ich habe das am Wochenende auch erlebt, bin beim Friseur gewesen und alle Mitarbeiterinnen beim Friseur hatten genau diesen Schutz, dieses Gesichtsvisier. Und sie haben mir erzählt, dass das super gut funktioniert, weil sie sich leichter tun beim Atmen, weil es auch die Brillen zum Beispiel nicht beschlagen hat und die Schwierigkeiten, die ich auch kenne, wenn ich die Gesichtsmaske nehme, dann habe ich meistens ziemlich beschlagene Brillen, zumindest am Beginn. Aber man lernt auch da, dass man mit dem Mund-Nasen-Schutz gut umgehen kann. Aber wenn man gerade eine Atemwegserkrankung oder eine Lungenerkrankung hat oder etwa eine Behinderung hat, dann kann natürlich der Mund-Nasen-Schutz ein echtes Problem sein. Und in diesen und auch in allen anderen Fällen ist eben jetzt das Gesichtsvisier eine gute Alternative für den herkömmlichen Mund-Nasen-Schutz. Ja, und da finde ich jetzt keine Frage mehr. Das heißt, wir sind schon durch. Nach diesen Fragen, heute geht es jetzt bei mir in den Bundesrat. Wir haben heute eine Bundesratssitzung, wo es unter anderem um das Epidemiologiegesetz geht. Schwieriges Wort. Und da diskutieren wir darüber und brauchen möglichst einen Beschluss, wie in Zukunft etwa Screening-Messungen durchgeführt werden können. Da brauchen wir eine Rechtsgrundlage dafür, dass wir etwa in allen Altenheimen testen können. Und dann gibt es auch eine neue Regelung, das ist mir ganz, ganz wichtig, vom sogenannten Paragraph 15. Der legt fest, ob es Kundgebungen geben kann. Und bisher hat es nur die Möglichkeit gegeben, eine Kundgebung zu untersagen. Und das wird jetzt deutlich besser, weil in Zukunft, wenn das durchgeht, unter bestimmten Bedingungen eine Kundgebung akzeptiert werden kann.
denn bestimmte Bedingung ist zum Beispiel, dass bei dieser Kundgebung, bei dieser Demonstration ein Mund-Nasen-Schutz verwendet werden muss oder zum Beispiel der Mindestabstand eingehalten werden muss. Das schaut zwar ein bisschen eigentümlich aus, aber es geht ja um die Versammlungsfreiheit und um dieses Grundrecht in der Demokratie. Und ich freue mich sehr, dass es führende Juristinnen und Juristen gibt, die das jetzt auch unterstützt haben, den Vorschlag, den wir gemacht haben. Und ich hoffe, dass der bald in Wirklichkeit umsetzbar ist und rechtskräftig ist, damit es unter bestimmten Rahmenbedingungen in Zukunft ganz normal wieder Kundgebungen geben kann. Ja, das ist heute Nachmittag am Programm. Dann gibt es noch viel, viel andere Termine, Maßnahmen, die wir diskutieren. Und in den nächsten Wochen wird uns nicht wirklich langweilig werden, weil es jetzt darum geht, schrittweise die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen für diese Öffnungsschritte in allen Bereichen und gleichzeitig das Coronavirus unter Kontrolle zu halten. Ich hoffe sehr, dass das klappt, dass wir diesen Weg zurück in den Alltag gut schaffen gemeinsam. Und in diesem Sinn von meiner Seite alles Liebe, alles Gute und vor allem gesund bleiben.